Herzlich willkommen zur Passionsandacht nach dem Sonntag Reminiscere. Oh ja, jetzt geht die Glocke nochmal, das schadet aber nichts. Wir fangen schon mal an. Oder soll ich das jetzt erst abwarten? Wie ist Ihnen das lieber? Können Sie mich verstehen, gegen die Glocken an? Ja. Ja, wunderbar. Ich wusste nicht, dass jetzt noch das Vaterunser läuten kommt mit allem, was dazu gehört. Das war ich nicht gefasst drauf. Ja, ich würde gern mit Ihnen beginnen mit dem Gesang Nummer 91, die erste Strophe, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, Nummer 91, Strophe 1. Lasst uns beten. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Jetzt gibt es einen Kehrvers zu einem Psalm und den Kehrvers finden Sie unter der 789.5 Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist ein Taizé-Gesang, wer den sowieso schon kennt, muss nicht mal aufschlagen. So, und dann muss ich mal mir das richtig machen, dass ich lesen kann. Und seine Ohren auf ihr Schreien. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun. Dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr. Und er rettet sie aus all ihrer Not. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind.
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Unsere Augen sehen stets auf den Herrn. Wer mich nicht kennt, Detlef Korsen ist mein Name. Ich war mal Pastor in Brinkum. Jetzt bin ich im Ruhestand und habe einen kleinen Auftrag in Martfeld und Schwarme, da ein bisschen auszuhelfen. Und in dieser Funktion bin ich heute hier, weil die hiesigen Pastoren mit ihren Konfis unterwegs sind und deswegen nicht können. Ich möchte uns heute einen Abschnitt aus der Passionsgeschichte vorlesen. Und zwar nach Matthäus aus dem 26. Kapitel ab dem 36. Vers. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu ihnen: Setzt euch hierher, solange ich dort hingehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Male.
und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Sie kennen die Geschichte aus dem Garten Gethsemane. Ich finde sie eine der anrührendsten Geschichten überhaupt im Zusammenhang eines neutestamentlichen Evangeliums und will Ihnen ein paar Gedanken dazu sagen. Zuvor war das Abendmahl, in dessen Zusammenhang die Jünger erfahren, dass einer mit am Tisch sitzt und mit isst, der Jesus verraten wird. Das bringt sie in verständliche Unruhe. Und jetzt geht die Jüngerschar mit Jesus zusammen in diesen Garten. Und Jesus sagt: Bleib mal eine Weile hier, ich möchte gerne beten. Und dann nimmt er mit sich Petrus und Jakobus und Johannes. Er spricht zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und in diesen Worten, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, merkt man, in welchen Abgrund Jesus jetzt guckt. Seinen eigenen Tod, der mehr ist nur als der Tod eines Individuums. Es ist Tod an sich, das schwarze Loch, das alles verschlingt. Damit wird er ringen müssen. Und das macht ihn einsam gegenüber seinen Jüngern. Und doch braucht er ihren Beistand und sagt: Bleibt hier, wacht mit mir, betet mit mir. Ich gehe eine Weile extra, aber bleibt wach und unterstützt mich. Und die Jünger können das nicht. Es ist, als ob sie merken, welch eine Einsamkeit und welch eine Betrübnis Jesus umhüllt und nach ihm greift. Das können sie nicht aushalten. Sie können sich nur in den Schlaf flüchten. Denn im Schlaf brauchen sie über nichts nachzudenken. Nicht über den angekündigten Verrat, nicht darüber, dass ihr Herr und Meister, der Starke in ihrer Runde, auf einmal sagt, er sei betrübt bis an den Tod. Ja, und dann das berühmte Gebet Jesu: Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Welcher Mensch könnte so sein eigenes Leben hintanstellen, dass er darauf verzichtet, die eigene Haut zu retten, wenn es denn Gottes Wille ist, dass er den Weg in den Tod geht? Er kommt zu seinen Jüngern zurück, von denen er sich wenigstens wachen Beistand erwartet hat, und findet sie schlafend, tadelt sie fast und sagt: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Übrigens, eine Stunde ist offenbar Jesus damit beschäftigt, mit Gott zu ringen. Kannst du mir das abnehmen? Willst du mir das abnehmen oder muss ich dahin durch? Ja, die Jünger wissen ihm nicht zu antworten, jedenfalls ist nichts überliefert, was sie ihm antworten. Er geht nochmal und betet, findet sie wieder schlafen und geht nochmal und betet und findet sie wieder schlafen und muss sie nun wachrütteln. Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Nun gibt's kein Entweichen und kein Entrinnen mehr. Jesus hat der Sache wach und im Gebet und in Kontakt mit den tiefsten und finstersten Gefühlen, die einen Menschen befallen können, entgegengesehen. Seine Jünger haben verschlafen. Nun können sie nicht mehr schlafen. Denn nun werden die Ereignisse sich überschlagen.
Das ist der Abschnitt aus der Passionsgeschichte nach Matthäus, der für den heutigen Abend dran ist. Einer der bekannteren kleinen Thésée-Gesänge passt sehr gut dazu. Bleibet hier und wachet mit mir. Wer es im Gesangbuch nachgucken will, findet das unter der 789.2. Lasst uns beten. Lieber Gott, wie oft fragen wir, wo bist du? Wenn wir dich gar nicht mehr sehen, von deiner Macht nichts spüren, denken, du habest uns vergessen oder einer dieser menschlichen Katastrophen ausgesetzt sind, die dich völlig zu verdunkeln scheinen. Wie oft fragen wir, wo bist du? Und dann deutest du uns in der Geschichte des heutigen Abends an, wohin dein Sohn Jesus geht. Dahin, wo du nicht bist. Damit er da, wo du nicht bist, uns an der Seite steht. Und dafür danken wir dir. Preisen dich dafür, dass Jesus mit uns aushält, wo wir dich nicht mehr sehen, dich nicht mehr glauben, dich nicht mehr spüren können. Wir danken dir und preisen dich für deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus Christus uns das gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte du, Herr, um uns wacht, wie um den Stern im Auge.
und unter dem Schatten deiner Flügel bewahre uns. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Zum Schluss lasst uns singen von dem Gesang Nummer 86, die erste, zweite und letzte Strophe. Damit sind wir dann schon am Ende unserer Passionsandacht. Ich las vorhin in dem Gemeindebrief, den habe ich heute auch zum ersten Mal in der Hand, dass gleich um 19 Uhr in der katholischen Kirche eine ökumenische Andacht wäre. Vielleicht erklärt das, warum wir heute so viele sind, wie wir sind. Die gehen nämlich alle dahin. Schön, dass wenigstens Sie da waren. Ich weiß, gleich hat der Kirchenvorstand hier noch was zu tun. Der sei in unsere Gebete auch mit eingeschlossen. Ich wünsche allen einen gesegneten Abend. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, kein Problem. Sehr eindrucksvoll. Ja. Ja. Dankeschön. Ja.